Guten Tag, der Uwe und die Porn aus Thailand. Heute ein Restaurantkritik, aber es ist kein richtiges Restaurant, glaube ich. Aber habe ich mir gedacht, hier muss auch mal stoppen. 69 Baht, Steak und Salat, Spaghetti, 69 Baht, 40 Baht hier, Chicken, Reis, Ei, scheißegal hier, 69 Baht. Haut raus, die Penunzen. Das werden wir uns heute mal antun. Nicht immer nur hier fein essen oder was. Denken ja, die Uwe hat so viel Geld oder was hier. So, Food Express heißt das Ganze hier. Findet sich. Da ist Marco. Und. Dip, dip, dip. Da ist Robinson. Auf der anderen Seite dann, gell? Also. Sakuna Korn ist klar, ne? Sakuna Korn City. So, jetzt hat er ein kleines Restaurant. Klein, klein, klein. Sawadee Kap! Hier kocht der Chef noch selber. Ja, er kocht selber. Hier kocht der Chef noch selber. Ich traue mich nicht so ran, Tilak. Doch. Er macht selber. Er macht selber Schlachten. Ja. Japan. Ja, dann er also sell franchise also. Wir sind ganz aufgeregt. Ja, also 3P Pork Steak. Was ist das denn? 3P. Spicy Chicken Steak, das hört sich auch noch gut an. Katsudon. Für Baby, Essa. Für Baby? Ja. Was heißt das denn? Nicht scharf. Nee, wir wollen scharf haben. Spicy Pork Steak. Muss natürlich, ist das Schweinehals? Ist das Schweinehals oder ist das richtig schön Philly? Philly oder Schweinehals? Oder kann auch Schweinehals sein, weißt du, ne? Man weiß es nicht. Doch scharf, ja. Ne? Ja. Porksteak, spicy. Spicy. Okay. Mama spicy. So. Jungs, ich sag euch immer, wenn ihr in Thailand esst, sagt niemals scharf. Sag niemals scharf, wenn du irgendwo essen gehst. Das ist nachher ungenießbar. Ich bin mal gespannt hier. Egal. 69 Baht, wir hauen es mal raus jetzt hier. Gibt's da Pommes dabei? Ja, mach Pommes dabei. Hier nochmal gibt's Pommes dabei. Ach, dann geben sie gleich zweimal Currywurst. Currywurst hat da keine hier. Currywurst fehlt noch hier. So. Ja, ist sonst. Toilette hat er auch. Ich kann gleich nochmal Hände waschen hier. Das ist schön. Gerade vom Einkaufen jetzt gekommen. Ach, hier ist er noch am See, sehe ich gerade. Ist es noch am See hier? Das ist ja richtig Romantik hier. Romantik, Telak. Romantisch hier. Guck mal, am See. Ach, hat man gar nicht gesehen hier. Hühner. Wenn ihr zwei wieder anfangt hier zu kämpfen, gell, dann kriege ich wieder Abmahnung. Gell? Lasst das sein hier. Seid friedlich hier. Sonst macht YouTube wieder Abmahnung hier. Läuft aus am 2. Oktober, meine Abmahnung. Ach, hier am See, du. Ach, ist das romantisch hier. Oh, Kehr noch einmal, du. Hier, Sport machen kannst du auch wieder. Ich werd bekloppt. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht hier. Hier hat sogar einen richtigen Parkplatz hier. Fishing oder wat hier? Schön. Hühner, lasst das Kämpfen sein. 2. Oktober läuft meine Abmahnung ab, dann kann ich wieder kämpfende Tiere zeigen. Hände waschen, Jungs. Woran erkennt man einen alten Isan-Indianer, der schon jahrelang in Thailand lebt? An die lange Hose bei 25 Grad. Es ist kalt, Jungs. Bei 25 Grad zieht der Uwe lange Hose an. Es ist zu kalt.
Es ist für uns wirklich kalt. Mir läuft schon die Nase hier bei 25 Grad. Unangenehm, sage ich euch. Ach, geht schon los. Hier einmal extra Pommes, Mayonnaise gibt es noch dabei und hier 69 Bad Steak Spicy mit ein paar Pommes und Salat dabei und natürlich obligatorisch die Mayonnaise auf dem Salat. Das ist hier Standard. Also hier ist nichts mit Essig und Öl auf dem Salat. Ne? Das ist hier nicht Standard. Ne? Was du kriegst, ist immer hier so eine Mayonnaise, vielleicht mal so ein Dressing drauf oder was. Ne? Aber so wie ich das gerne mag mit Essig und Öl, ne? Ist hier nicht Standard. Ne? Schade drum. Ich hätte sonst gerne Salat gegessen, aber leider, ha, schade. So. Oh, ein Messer. Das ist extrem selten, ne? Muss ich sagen. Ne? Extrem selten in Thailand. Pork, ne? Mhm. Nicht schlecht, sag ich mal. Nicht schlecht. Für den Preis, oder? Robinson war aber. Ja. Nicht scharf oder was, ne? Dass er sagt, oh, ich kann nicht essen oder so. Nee, nee. Also. Nicht schlecht, Jungs und Mädchen. Na? Einer hat mal jetzt in den Kommentaren rein, Uwe, du kannst ruhig sagen, dass es gut schmeckt. Du sagst immer nur nicht schlecht. Bei den Schwaben heißt es, nicht gemeckert ist gelobt genug. Bei den Schwaben, ne? Aber wir sind ja hier nicht bei den Schwaben. Aber ich sag mal so, ehrlich, du, das ist nicht schlecht, ne? Oder? Achso, warte mal. Machst du dasselbe? Oder anderes? Ich mach selber. Nee. Ich mach selber. Aber gut vom Tiffany. Okay. Gut. Ach, du hast Spaghetti genommen. Ja. Was ich eigentlich erstmal haben wollte. Heiß auf jeden Fall, heiß, es dampft. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, dass heiß ist. Ja, ja, ja. Ohne Knoblauch drin sägen, ne? Ja. Ohne Knoblauch? Naja, ein paar Spaghetti mehr hinterher, komm her. Ja. Heiß. Was sagt die Chefköchin? Die ist ja sehr kritisch. Frauen ist ja sehr kritisch mit Essen, ne, muss ich sagen. Und die ist ja wirklich. So sweet. Echt? Ich probiere. Ja, Spaghetti sind also auch nicht scharf, sind so süßlich. Aber soll ja alles auch ein bisschen Japan-Style sein, oder? Ja. Ne? Alles hier erst von Japan Koch da gelernt, weiß ich ja wohl so. Und Japan-Style. Also es ist nicht scharf. Ist auch süßlich so. Also meiner ist so, wie ich es gerne habe. Also nicht scharf oder dass du nicht essen kannst. Ne? Für mich sehr angenehm, muss ich sagen, das Stück Fleisch. Ne? Corn Ears, ja, ist süß. Aber da würde ich jetzt auch noch mal ordentlich noch mal Pfeffer noch mal draufhauen. So. Wenn das jetzt meins wäre. Ne? So, Jungs und Mädchens. Gespeist hätten wir. Also für mich war es okay, muss ich erst sagen. Also für den Preis wieder, immer rechnen, Preis-Leistung, ne? Ist das hier in Ordnung. Hier kannst du ein ordentliches Mal ja, ein Stückchen Fleisch mal essen, hier ein paar Pommes dabei und so. So zwischendurch oder was, ist das hier mal echt nicht verkehrt. Ne? Kann man mal sagen, was ich hier jetzt hatte?
für Porn war es ein bisschen anders, ihr war es zu süß, ne? Ja? Ich bin super so süß, aber ich bin so sweet. So sweet. Salat auch? Ja. Ja, ist auch immer diese süße Mayonnaise hier, ne? Hier haben sie ja meist immer diese süße. Wenn er kommt, wo ist er noch eine Mayonnaise, nicht mit Zucker. Es gibt auch hier eine andere Mayonnaise, gibt es auch, das ist diese blaue. Da steht extra drauf auf der Packung hier, no sugar, die nehmen wir immer. Und die ist dann, ja, auch nicht schlecht, ne? Auch nicht schlecht. Nicht zu vergleichen mit dieser Mayonnaise aus Deutschland oder was, da gibt es auch Unterschiede, ne? Aber vom Geschmack her sind die Mayonnaisen hier wirklich alle sehr süß, ne? Dann natürlich noch auf dem Salat drauf, ist das Ganze natürlich mehr süß. Obwohl mein Frauchen ja gerne süß isst. Mit ordentlich Zucker immer drin. Ne? Echt? Kann er mal Japan-Style, sagt er hier, Japan-Style. So, Viertel vor eins. Rechnung bitte. Jakarta. Gibtang Kap. Gibtang. Jakarta. 193, 5 Euro. 5 Euro, sag mal, so ganz locker aus der Hose. 5 Euro. Gut, ne? In Deutschland kostet das schon Döner mehr. Wie 5 Euro. Also, passt, gell? Handy bitte. Oh. Sie kann nicht wechseln. Jetzt wollten wir einmal hier mal in Cash zahlen. Hat nur 1000 Baht, kann ich wechseln. Ist leider auch ein Problem mit Thailand. Ne? Das ist der größte Schein in Thailand. 1000 Baht. 25 Euro Schein. Und viele Male können die aber da nicht wechseln. Ne? Haben kein Kleingeld da zum Wechseln. Dann müsstest du, wenn du hier kein Handy hast zum Bezahlen, erstmal los. Das Teil irgendwo wechseln. Ne? In den Robinson oder was. Kaufst du da einen Lutscher oder was, dass du dann mal wechseln kannst. Ne? Ja. Leider auch ein Problem. Aber das Problem ist ja in Thailand schon jetzt gelöst. Alles hier zahlen mit Handymaschine. Schön. So, komm an meine grüne Seite, meine Lieblingsfrau hier. Ich würde sagen, das war's für heute. Food Express Restaurantkritik Light. Ja, ich habe schon gezeigt, Standort. Hier ist Robinson hinter mir und oder da ist Makro Robinson hier auf der anderen Seite. Sieht so aus. Da ist der Hund mitten auf der Straße. Herrlich, herrlich. Was macht der Hund da mitten auf der Straße wieder? Essen. Hier gibt's Essen, Hund. Hund, komm hierher, hier gibt's Essen, komm her. Ja, Mädel schon mit Schwanz. Komm her, kommt Auto hier, klack, klack. Ach, kehr noch im Mond. Also Jungs und Mädchens, das war's für heute. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand und Tschüssle. Und Tschüssle, ciao.